Weiter geht es mit einer weiteren Folge Company of Heroes 3. Wir sind hier in der Nordafrika, Kampagne kann man es glaube ich nicht nennen, wird ja hier Operation genannt. Wir sind in der Nordafrika-Operation unterwegs und haben hier seit mittlerweile, glaube ich, ist jetzt die dritte Folge, die anfängt, dass wir hier versuchen, die Map einzunehmen, ohne oder mit möglichst wenig Verlusten, und das hat es wirklich in sich. Also es ist wirklich nicht schlecht. Nicht schlecht. Die haben hier eine Verteidigung aufgebaut. Ey, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, man könnte natürlich ein bisschen rabiater vorgehen, das weiß ich. Aber ich will ja, wie gesagt, versuchen, so wenig Verluste wie möglich eigentlich zu bekommen. Und deswegen dauert es halt ein bisschen länger, muss man sagen. So, den Panzer haben wir also ausgeschaltet. Wir haben gleich hoffentlich hier die Stellung ausgeschaltet. Die kriegt nämlich jetzt ein paar... Wow, das war ein Volltreffer. Auf die Backe. Aber ich sehe gerade, wir haben hier noch ein Gebäude. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Da sind noch Leute drin. Artilleriespeer, genau. Wenn wir die ausgeschaltet haben, dann müssten wir eigentlich leichter vorrücken können. Wir versuchen hier mal... Artillerie kommt schon wieder. Alles klar. Na dann. So, Mörser schießt. Trifft auch das Gebäude. Hier hat eine Truppe Stellung bezogen. Der eine, der jetzt dahin rennt, der wird wahrscheinlich Probleme kriegen. Oh oh, Rückzug. Von irgendwo da. Ja, okay, das war jetzt nur der eine mit dem MG. Das ist nicht so wild. Den habe ich extra geopfert. Das heißt, extra geopfert, das nicht, aber das war jetzt so eine Sache, die konnte man ruhig mal riskieren. Hätte auch sein können, dass es klappt, dass er die weghaut. So, wir platzieren uns hier mal so. Den rücken wir auch mal vor. Die Mörsertruppe könnten wir auch mal hier hinten hinbringen. Da wird jetzt repariert. Sehr gut. Das wäre schon wieder schussbereit. Hier hinten war, glaube ich, das Panzerabwehrdingens. Ja. Da kommt gerade Mörserbeschuss rein. Genau. Hier haben wir noch einen Flammenwerfer. Da haben wir noch ein paar Geschütze. Den können wir auch noch vorrücken dann. Aber wir werden hier wahrscheinlich auch die Panzerabwehrgeschütze haben. Deswegen muss ich hier ein bisschen langsam machen. Ja, wie gesagt, wir rücken langsam vor, aber dafür recht safe. Wir schalten alles recht gechillt aus. Na, da hinten leben immer noch. Das HQ von denen tun wir jetzt auch noch ausschalten. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Panzerabwehrgeschütz wegkriegen. Okay, die tun wir jetzt gerade losscheuchen. Das ist gut. Dann kann hier nämlich die Flak mal anfangen loszuschießen und kann die ein bisschen unterdrücken. Das können wir eigentlich mal aktivieren, oder? Nee, komm, mach mal weg. Okay, Mörser kommt nochmal und dann müssen wir gleich, wie gesagt, hier losschießen. Das hauen wir noch weg, dann können wir hier nämlich beruhigt vorrücken, ohne Probleme. Okay, haut das weg. Jo, Flak ist repariert. Oh, da sind ein paar Minen hochgegangen. Jawohl, das sieht gut aus. Okay, flüchten. Sehr gut, dann können wir mit der Flak hier auch vorrücken. Sehr gut, dann nehmen wir jetzt gerade das Gebiet hier ein. Hier hinten werden wir wahrscheinlich noch... Oh, Mörserstellung. Da ist eine Mörserstellung. Da können wir nur zurückmörsern. Das gefällt mir nicht, dass du gerade ganz so nah dahin fährst, aber gut, mutig. Mutig, mutig. Okay, unser Mörser scheint zu treffen. Beziehungsweise unser Mörserangriff. Oh, das war die Munition. Oh, Volltreffer, Volltreffer. Nur noch eine Person vom Mörser am Leben. Alles klar. Ja gut, dann hat sich das doch mal gelohnt. Dann kann das Fahrzeug jetzt auch mal vorfahren, dass der ja nicht so alleine ist. Der Mörser schießt immer noch. Das zieht sich aber auch echt lange hin, wenn man langsam und bedacht versucht vorzugehen. Kommandant? Okay. Mit dem MG rücken wir auch gerade mal vor.
Dem können wir auch mal vorrücken. Mit dem auch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Reichweite haben. Wir können aber mal schauen. Weil da wird bestimmt irgendwas sein, wenn da solche Geschützstellungen sind. Was geht hier ab? Okay, das ist in Ordnung. Unser Mörser schießt jetzt dahin. Unser spezielles Fahrzeug schießt da jetzt hin. Da geht es also jetzt richtig rund. Und wir fahren schon mal mit dem Halbkettenfahrzeug so die Richtung. Und scheuchen den in die andere Richtung. Okay, die haben jetzt eine Rauchgranate da gezündet. Hau den doch mal weg. Achso, der kann es. Ah, falsches Fahrzeug. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich das. Ich habe das ausgewählt. Der kann nicht schießen. Ganz klar. Boah, jetzt haben die da alles ausgenebelt. Die Schweinchen. Ah, das kann ihn den Popo gerettet haben. Oh oh. Hier hinten ist gefährliches Zeugs. Was haben wir hier? Maschinengewehr, okay. Der lebt ja immer noch. Einfach nichts treffen. Jetzt haben sie getroffen. Sehr schön. Okay, das MG hat die rausgelockt. Die kommen jetzt entgegengekrabbelt. Das entgegengekrabbelt, muss man sich immer vorstellen. Ach ja. Naja. Okay, wir kriegen da oben Besuch. Die haben wir aber gerade abgeschreckt. Das ist schon mal eine gute Sache. Da flüchten welche. Ich würde sagen, wir fangen dann langsam mal an, hier so ein bisschen rum zu bombardieren. Einfach mal blind Pi mal Daumen. Okay, das MG hat ein bisschen eingesteckt, aber wir treffen gerade ganz gut mit dem anderen Fahrzeug. Haben wir sonst noch irgendwas zum Schießen hier gerade, zum Mörsern? Da haben wir was, die sind unterdrückt. Er guckt sich hier ein bisschen um. Habe ich hier noch irgendwelche MGs hier hinten stehen lassen? Nee, habe ich nicht. Okay, er hat wieder den Darstellungsfehler. Irgendwie seit dem letzten Update habe ich eh das Gefühl, dass es sehr häufig Darstellungsfehler gibt. Auch oft schweben die Waffen vor den Leuten rum. Ich hoffe, das wird schnell wieder ausgebessert. Jo, der Flammenwerfer, der zieht jetzt da durch. Oh oh. Nee, wir nehmen das. Oha, wie viele. Wie viele da einfach rumstehen. Ja, krass. Wie viele da einfach sind. Okay, den Mörser hauen wir jetzt weg. Kriegen wir nochmal ein bisschen Verstärkung. Ja, wir sind jetzt hier voll reingeprescht. Ja, sind jetzt hier lang genug am Kämpfen. Wird Zeit, dass wir mal Fortschritt kriegen. So, sind da jetzt irgendwelche feindlichen Sachen oder nicht? Natürlich ist da ein MG. Ein MG geht aber noch. Aber nee, die haben tatsächlich auch noch Panzerabwehr da hinten. Irgendwo hier hinten habe ich Panzerabwehr gesehen. Da. Das müssen wir weghauen. Dann können wir mit den Panzern vor. Das wird aber bestimmt nicht das Einzige gewesen sein. So, ich glaube, wir haben es aber. Okay, der Mörser muss... Bah, da Kacke.
Kacke, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Da ist ein Mörser. Da hinten war nämlich eine Truppe mit ganz vielen Panzerabwehrgedöns. Die hauen mir den hier weg. Ich will den nicht verlieren. Ich will den nicht verlieren. Wir können aber nochmal einen weiteren anfordern. Machen wir es so. So, die sind jetzt ziemlich umzingelt. Die haben eigentlich nur noch wenig Chancen. Da sind noch Truppen. Boah, der Kampf ging aber auch dann wirklich lang genug. Klar, man hätte vielleicht noch schneller vorgehen können, aber... warum schneller vorgehen, wenn man sicherer vorgehen kann? So, die Karre schießt. Die Truppen wären auch mal ganz cool hier an der Stelle. Der eine kann sich auch mal opfern, den brauchen wir auch nicht mehr so unbedingt. Beziehungsweise der kann hier gerade mal reparieren. Okay, da haben wir sie aufgescheucht, jetzt müssen wir aber auch handeln. Kommen wir entgegengerannt. Maschinengewehr schießt vom Panzer, plus der Flammenwerfer haut rein. Die Flachs schießen auch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Huiuiuiuiui. Oh, die haben aber auch gut Schaden. Das sind doch die, die ich gerade erst gerufen habe. Wo sind die denn durchgefahren? Durchs größte Minenfeld wahrscheinlich. Ihr könnt auch reparieren, dann repariert mal. Was ein Kampf, was ein Kampf. So, das könnte man theoretisch noch einnehmen. Da sind noch ein paar Truppen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht mehr so wirklich. Wir können aber hier noch ein bisschen für Stress sorgen. Machen Sie sich bereit für den Gegenangriff. Ja, gerne. Von wo sollte der nochmal kommen? Wenn ich fragen darf. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher, deswegen, von wo halten Sie die Linie? Sollen wir halten? Okay, einfach nur hier die Stellung. Ich habe halt nur diese doofen Flammpanzer. Die haben halt nichts wirklich was gegen... was gegen andere Panzer gut wäre. Das ist ein bisschen Mangelware, sagen wir es mal so. Ich hoffe mal, von hier kommt keiner. Wahrscheinlich kommen sie jetzt von da. Ich weiß nicht mehr, wie es bei der Besprechung war. Es ist schon über eine Stunde her. Das wäre natürlich lustig. Naja. Da wäre noch was für Panzerabwehr. Normalerweise wird es ja auch angezeigt, von wo die Gegner kommen, aber irgendwie gerade nicht. So, von wo kommen die jetzt? Von wo kommen die jetzt? Na schön. Okay, das ist diesmal richtige Artillerie. Jetzt kommen sie gleich von hier rechts. Ich hätte das Fahrzeug auch mal in Sicherheit bringen sollen, genauso wie den hier. They are attempting a breakout while surrounded by mines. Sound familiar? Their cauldron is now ours. And we are cooking lion stew tonight. Let none escape. Halten Sie die inneren Tore. Fünf Minuten lang. Alles klar. Da haben wir jetzt was für Panzerabwehr. Oh, der ist mutig. Der ist mutig. Geh mal irgendwo in Stellung. Ich denke mal, die kommen jetzt von hier irgendwo angerannt wahrscheinlich.
Kommen die jetzt wirklich von da hinten? Kommen die jetzt wirklich... Nee, klar, es ist was Sinn ergibt, auf jeden Fall, aber... Da ist ja irgendwie kaum was, wo man gescheit verteidigen kann, also... Das heißt, weil es ja eigentlich die Map-Ende ist, deswegen habe ich nicht gedacht, dass die jetzt von da kommen. Aber okay. Ich habe nichts dagegen. Wenn es da wirklich nur der eine Durchgang ist, wo die kommen können, ja klar, dann stellen wir uns da einfach auf. Kriegen wir hin. Es war jetzt natürlich hart, das jetzt 5 Minuten zu verteidigen, weil ich mich jetzt nicht so aufgestellt hatte, aber ich versuche jetzt alles hier schnell abzuändern. Dass ich da halt eine gute Verteidigung habe. So, ich ziehe langsam alle Truppen dahin ab, dass wir hier die Verteidigung aufbauen. Ja, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass die hier über die Treppen runtergefahren kommen, ganz ehrlich. Deswegen habe ich mich auch so nicht aufgestellt. Habe eher gerechnet, dass die jetzt von hier unten nochmal irgendwo kommen oder so. Naja. So ist es halt manchmal. Incoming artillery! They're trying to scatter us! It's a pack! We'll take it! So, ihr schießt hoffentlich auf alles, was sich bewegt. Uh-oh. Their armor cannot hold out much longer. Keep pushing! Das ist immer noch so lächerlich, dass sie immer noch Englisch reden und dann manche Sachen auf Deutsch sind. Das ist so ein komisches Gemische. So, die habe ich hier aufgestellt, falls hier jemand entlang kommt. Also hier Treppe runter und so. Ja, läuft. Jetzt kommen sie von der Seite, alles klar. Und von der anderen Seite. Panzerbrechende Munition ist geladen. Oh, das sieht lustig aus. Schönes Feuerwerk. Ich glaube, ich werde diese Einheit verlieren. Seite getroffen, hat aber nicht ganz so gut getroffen. Komm, schieß, 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 schieß. Jawohl, perfekt. Super. Super, 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 super. Ich brauche Leute zum Reparieren. Hab ich noch Leute zum Reparieren? Hab ich. Rennt da mal hin. Mach die Karre wieder ganz. Flammpanzer. Nächster Flammpanzer. Ja, natürlich sind Flammpanzer ganz cool, aber auch irgendwie nicht. Es ist halt, ja, nicht so weite Reichweite und so weiter und so fort. Können nichts gegen andere Panzer ausrichten. Ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen schwierig dann. Okay, das Fahrzeug können wir nicht mehr retten. Das hat sich erledigt. Hau den weg. Hau den weg. Okay, der ist weg. Jetzt kommt hier das... Okay, der Beschuss hat wirklich gesessen. Gut, den reparieren wir gerade ein bisschen. Der hat da hinten noch ein bisschen Spaß. Kannst du da bitte mal kurz nachhelfen? Oder wobei, bleib da stehen. Der muss das hinkriegen. Der muss das hinkriegen. Wobei, komm, helf dir mal. Helf dir mal, der hat Probleme. Ich habe da nichts mehr da, was gescheit gegen die Leute hilft, weil den will ich jetzt nicht wegfahren. Falls da Leute kommen, dass ich die direkt abfange. So, wir haben es geschafft. Obwohl ich mich falsch positioniert hatte, weil ich nicht mit gerechnet habe, dass sie da über diese blöde Treppe runterfahren. Ja. Haben wir es trotzdem geschafft. You have just achieved the greatest victory in the history of the Afrika Korps. Now watch the British scramble for the rest of this war.
wir haben es geschafft, aber das war jetzt auch 1,5 Stunden langsames Vorrücken. Es ist wirklich hart gewesen. After our defeat at Gazala, we were almost as broken as our tanks. The British commanders had thrown away their advantage. Communication broke down. Reports were delayed or ignored. Rommel hounded us, steadily wearing down our defenses until there was nothing left to do but retreat. Each day I found myself farther from my family. My daughter's letters, the only connection I had to them. نو فدیان اموه ان اسمی وان اگی تلفتود تحشونا مدن اکل اللان اسمی وان انساس اگیگ انتو فلو اکساتن ادفتون اس امکاز اخصا اتحنا وزل تنایی انا اکساید اد ارتو وعلف ولاني ابان فلس استكسود اسمي ونه اركاني جي امو ولاني افتح وكاي غيقا قنغن بحران المدن عقلة فكرة قاسن زه تشهوها ولاني كنغو وعد ولا اندتن اي كان غنه در فلس از عيديان وسردس رياد اسوا ولاني تفائنا تواهي ابا ايوين اري Ja, Sieg, wir haben es geschafft. Und ich muss sagen, diese Operation macht schon viel mehr Spaß als die italienische Kampagne, muss ich einfach mal so nebenbei sagen. Ja, so, ich würde aber sagen, die Folge wird jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich muss nämlich jetzt leider weg. Der Kampf hat viel länger gedauert als erwartet. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Die nächste wird dann, wenn ich dran denke, ein bisschen länger, ein paar Minuten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch Discord-Server beitreten, wie immer. Und ja, über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch mega freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.